Am 6. März 1939 kommt der Agentenchef Leopold Trepper nach Antwerpen, um in Westeuropa ein neues sowjetisches Spionagenetz aufzubauen. Er lässt sich in Brüssel nieder und bringt in kürzester Zeit eine Organisation auf die Beine, der Tausende von Agenten, Informanten und V-Leute angehören. Diese Organisation wird später unter dem Namen Die Rote Kapelle in die Geschichte der Spionage eingehen. Als sich Trepper im Sommer 1940 beim Einmarsch der deutschen Truppen in Belgien nach Paris absetzen muss, übernimmt sein wichtigster Mitarbeiter, der sowjetische Hauptmann Viktor Sukulov, genannt Kent, die belgische Organisation und richtet in der Rue des Attrebats eine Funkstelle ein. Diese Funkstelle wird nach Hitlers Überfall auf die Sowjetunion im Juni 1941 zum wichtigsten Verbindungsglied der Roten Kapelle zur Zentrale in Moskau. Als sie im Herbst 1941 von den Nahpeilern der deutschen Funkabwehr geortet, eingekreist und am 14. Dezember 1941 schließlich ausgehoben wird, erleidet die Organisation des Leopold Trepper ihren schwersten Schlag. Der Funker Makarov alias Alamo und einige andere Agenten werden festgenommen. Kent und seine Freundin Margarete Barza entkommen nur mit knapper Not nach Marseille. Länger als 2 Monate wartet Trepper in Paris auf eine neue Order der Zentrale. Endlich, im Februar 1942, erhält er die Anweisung, die Funktätigkeit in Brüssel wieder aufzunehmen. Diesmal sitzt ein alterfahrener Funkspezialist an der Taste, der ehemalige Kominternfunker Johann Wenzel. Aber seine große Erfahrung und seine technischen Kenntnisse nützen Wenzel nur wenig. Es nützt ihm auch nichts, dass er Nacht für Nacht seinen Standort wechselt. Die Funkabwehr peilt auch ihn an. Seine Flucht über die Dächer von Brüssel ist nur ein letzter vergeblicher Versuch, sich der drohenden Verhaftung zu entziehen. Unter seinen Papieren findet der Abwehrhauptmann Piepe eine Information, die ihn veranlasst, unverzüglich nach Berlin zu fahren und seinen Vorgesetzten im Abwehramt aufzusuchen. Darf ich in die Tasche sehen, Herr Hauptmann? Nein, Gardekommandosache. Trotzdem müssen Sie die Tasche öffnen. Ich habe Befehl. Meine Tasche, rühren Sie nicht an. Holen Sie sofort oberst Rohleder. Jede Minute ist kostbar. Wache! Hier! Alles wissen Sie, alles. Deutsche Lebensmittelvorräte. Verhandlungen über den Fronteinsatz der Rumänen. Panzerverluste. Nachschub spiele ich gern beim Vormarsch. Einfach alles. Und die Hintermänner sitzen hier. Hier? Das darf man sich doch selbst nicht. Im Berliner Oberst. Der Mann hat einen Funkspruch mit Berliner Adressen bei sich. Und? Bitte? Wie heißen diese Adressen? Ach so. Moment. Augenblick. Ach, natürlich. Ich wollte ganz sicher gehen. Altenburger Allee Nummer 19, 3 Treppen rechts, Koro. Der Mann, der im Juli 1942 im 3. Stock der Altenburger Allee Nummer 19 wohnte, war in den Karteien der Geheimen Staatspolizei seit 1933 registriert. Harro Schulze Beusen. Anfang der 30er Jahre erlebte Schulze Beusen als Student und Bewohner eines Berliner Arbeiterviertels Massenarbeitslosigkeit und Straßenschlachten. Er gab eine nationalkommunistische Zeitschrift mit dem bezeichnenden Namen Der Gegner heraus und veranstaltete Diskussionsabende, auf denen er junge Kommunisten und Nationalsozialisten zu einer dritten Front zu vereinigen suchte. (lacht) 1933, nach Hitlers Machtantritt, überfiel ein SS-Kommando die Redaktion der Zeitschrift, verschleppte Schulze Beusen und seinen Freund Erlanger in ein Privat-KZ der SS und zwang die beiden Studenten zum Spießrutenlaufen. Befehl ausgeführt. Plus Ehrenrunde. Alle Achtung, Mensch, du gehörst ja zu uns. Der Freund starb unter den Peitschen der SS. Schulze Beusen durfte gehen. Nach der Entlassung erklärte er seinen Freunden,
Ich habe meine Rache auf Eis gelegt. Schulze-Boysen begann, gegen das Hitler-Regime zu arbeiten. Er knüpfte Verbindungen zu antifaschistischen Künstlern, Journalisten und Schriftstellern und organisierte im Untergrund Diskussionsrunden, in denen er seine nationalrevolutionären Ideen entwickelte. Imperial vorstoßen, das will Hitler doch auch. Ja, aber ich sagte ausdrücklich, dass nicht nur imperialer Wille notwendig ist, sondern auch echter revolutionärer Mythos. Der wirklich starke Staat lässt sich allein mit sozialistischen Mitteln verwirklichen. Nur der sozialistische Staat kann Europa von Zuchtlosigkeit und Chaos befreien. Nur er wird unseren Staat vor Amerikas Verfolgungsfeldzug schützen. Vor den zersetzenden Tendenzen des kapitalistischen Denkens, vor der liberalen Scheinfreiheit des Einzelnen. Wir brauchen den neuen Menschen, um diesen sozialistischen Staat zu schaffen. Und woher soll er kommen, der neue Mensch? Vielleicht aus Russland? Ja, aus Russland. Aus Russland. Dort entsteht der neue Mensch. Deutschland aber ist von Krämpfen befallen. Der Westen wird uns immer fremder. Mit dem Osten aber sind wir, das deutsche Volk, wahlverwandt. Schulze-Boysen wurde aktiver Mitarbeiter verschiedener Widerstandsgruppen, in denen sich Schüler und Studenten zusammenfanden. 1934 tritt er in die Luftwaffe als Marineflieger ein und heiratet 1936 Libertas Haas-Haie, Enkelin des Fürsten zu Eulenburg und Hertefeld. Arbeitsdienstführerin, dann Dramaturgin in der Kulturfilmzentrale des Reichspropagandaministeriums. In diese Zeit fällt auch sein erster Versuch, die Sowjetunion aktiv in ihrem Kampf gegen den Faschismus zu unterstützen. Er lässt anonyme Berichte in den Briefkasten der sowjetischen Handelsmission werfen, in denen die militärische Beteiligung Hitler-Deutschlands am spanischen Bürgerkrieg eindeutig nachgewiesen wird. Die Gestapo bekam Wind von der Sache. Trotzdem blieb Schulze-Boysen, der bereits seine Koffer gepackt hatte, unentdeckt. Aber was der Gestapo nicht gelang, schaffte später der sowjetische Geheimdienst. Wir haben lange überlegt, wer der anonyme Briefschreiber gewesen sein könnte, Herr Schulze-Boysen. Jedenfalls habe ich den Auftrag, Ihnen für Ihre ausgezeichneten Berichte zu danken. Eine kleine Anerkennung für Ihre Mühe. Ich bin doch kein Lump. Wir wollten Sie nicht beleidigen. Wassili Berger, alias Alexandrow, Oberst der Roten Armee, seit 1937 damit beschäftigt, in Deutschland ein Spionagenetz aufzuziehen, übergab Anfang Juni 1941 auf Berliner Bahnhöfen Koffer mit Funkgeräten. Er verfügte bereits über wichtige Mitarbeiter. Dr. Arvid Harnack, Professorensohn, Oberregierungsrat im Reichswirtschaftsministerium, seit Hitlers Machtübernahme überzeugter Antifaschist und aktiver Widerstandskämpfer, wurde schließlich wie seine Frau, die Amerikanerin Mildred Fisch, Informant der Sowjets. Dr. Adam Kuckhoff, Dramatiker, nationalsozialistischer Mitläufer, 1932 Dramaturg am Berliner Schillertheater, seit 1933 aktiver Hitlergegner und von seiner Frau Greta zum Kommunismus bekehrt. Sie mal um Feuer bitten. Mhm. Den dritten Koffer erhielt Hans Koppi, Elektriker, Dreher, Eisverkäufer, von der Hitlerjustiz wegen antifaschistischer Propaganda eingesperrt. Den Koffer bitte. Holen Sie den. Mach breit, ich fertig.
Koppi sollte im Ernstfall die drei Sender bedienen. Für Oberleutnant Harro Schulze-Beusen beginnt der Ernstfall am 14. Juni 1941. Haben Sie mit dem italienischen Attaché gesprochen? Vom italienischen Kriegsministerium sollte man eigentlich erwarten, dass es einen Mann mit Verstand nach Berlin schickt. Wieso? Was hat er denn gesagt? Sie werden es nicht für möglich halten, aber er wollte wissen, wann der Krieg gegen Russland beginnt. Selbstverständlich sagte ich ihm sofort, dass das völlig absurd sei. Ein Zwei-Fronten-Krieg wäre für uns glatter Wahnsinn und käme überhaupt nicht in Frage. Leider ließ sich Herr Danilo nicht überzeugen. Als ich ihm schließlich erklärte, unser Aufmarsch in Polen sei nur ein taktisches Manöver, um von der Invasion in England abzulenken, grinste er nur. Ich hätte auch gegrinst, Schulze-Beusen. Wieso, Herr Oberst? Weil sich auch ein italienischer Attaché an den fünf Fingern abzählen kann, dass 100 deutsche Divisionen nicht nach Polen geschickt werden, um England anzugreifen. Glauben Sie etwa auch an das Märchen vom Krieg gegen Russland? Herr Oberst. Ich fürchte, Sie werden Ihre Meinung sehr bald revidieren müssen, Schulze-Beusen. Das dürfte kaum nötig werden, Herr Oberst. Hitler hat nämlich schon in Mein Kampf erklärt, dass es 1914-18 ein Verbrechen war, gegen Ost und West gleichzeitig Krieg zu führen. Hier. Sehen Sie sich diese Zielkarten an. Überzeugt Sie das? An Direktor von Koro. Habe sichere Beweise, dass deutscher Überfall auf Sowjetunion unmittelbar bevorsteht. Nach den Zielkarteien im Luftwaffenführungsstab sollen am ersten Angriffstag folgende Städte bombardiert werden. Lida, Grodno, Bialystok, Brest-Litovsk, Wolkowisk, Slonim, Lusk und Lemberg. Außerdem 66 Feldflugplätze in Weißrussland und Litauen. Träger und Garant der großen Vaterländischen Front und des großen Sieges sind allein die arbeitenden Massen aller Länder Europas, die entschlossen sind, unter Führung der Sowjetunion Schluss zu machen mit dem kannibalischen Mordbrennerregime Hitlers. Die geniale Strategie Stalins, der Heroismus der Roten Armee, der Widerstand der Werktätigen der Sowjetunion werden der Armee Hitlers das Rückgrat brechen. Na? Sagt schon was. Sagt meinetwegen Scheiße, aber sagt was. Das klingt ja alles ganz schön, aber wir können doch kein Flugblatt gegen einen Krieg schreiben, der noch gar nicht angefangen hat. Der aber anfangen wird, vielleicht schon morgen. Oder heute, jetzt, in dieser Stunde. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Bis jetzt besteht immer noch dieser verdammte Pakt, den Stalin mit Hitler abgeschlossen hat. Erklär das mal den arbeitenden Massen. Aber das ist eben dein Geheimnis, wie du mit solchen Parolen deine arbeitenden Massen zum Widerstand gegen Hitler bewegen willst. Entschuldige, Harro. Das ist einfach irre. Da setzt es aus bei mir. Du siehst nur das Heute. Aber ihr müsst eure Vorstellungen in die Zukunft projizieren. Der Sozialismus wird siegen. Muss siegen. Zwangsläufig. Sozialismus, das heißt Produktionsarmeen, Kampf der Gemeinschaft, restloser Einsatz und Verantwortung bis zum Äußersten. Aufstand der revolutionären Massen und ihre totale Mobilmacht. Worte, Worte, Worte. Denen Tatsachen folgen werden. Wir sind uns alle einig, dass der Sozialismus die oberste Priorität hat. Nur durch ihn kann die Befreiung erfolgen. Der einzige Staat aber, in dem heute der Sozialismus herrscht, ist die Sowjetunion. Also wenn wir uns befreien wollen, müssen wir die Sowjetunion aktiv unterstützen. Mit Flugblättern, die sich nur mit innerdeutschen Vorgängen befassen, ist es nicht mehr getan. Es interessiert heute einen Dreck, ob der Ortsgruppenleiter Piefke korrupt ist oder ob Hitler vor Wut in den Teppich beißt. Aber welche Städte zuerst bombardiert werden, welche Divisionen zuerst wann, wohin nach Osten marschieren, das interessiert. Nicht nur die Sowjets, auch den deutschen Lanzer. Moment, Harro. Das hat nichts mehr mit Widerstand zu tun. Das ist schlichtweg Spionage. Agitation, ja. Aber Spionage ist für mich kein Thema. Um Hitler zu beseitigen, muss uns jedes Mittel recht sein. Alles, was du willst, Harro, mit einer Ausnahme. Wenn es sich um Spionage handelt, um Landesverrat, gibt es für mich keine Diskussion. Endgültig. Heilmann denkt wie ich. Ja? Wie denkst du, Horst? Wirklich wie er? Man kann wahrscheinlich unter Umständen dem Kriegsgegner Nachrichten liefern. Aber sie dürfen nicht zur Vernichtung deutscher Soldaten führen. Du willst den Hund waschen, ohne sein Fell nass zu machen. Ich weiß, du siehst immer alles sehr einfach. Das ist deine Stärke. Aber ich bin ganz ehrlich.
Ich laboriere verzweifelt in dieser Frage herum. Verrat? Das ist eine Schuld, die man nicht nur vor sich selber hat. Auch nicht allein vor dem Vaterland. Aber der Sozialismus... Ja, auch der Sozialismus kennt das Vaterland. Ich glaube, das ist eine Schuld vor der Weltordnung. Bis man soweit ist, den Gedanken des Landesverrats auch nur ins Auge zu fassen, muss man ein schwer ermessbares Ausmaß an Schuld begreifen. Dann lass sie uns begreifen. Dann lassen sie die Schuld annehmen. Was wird sie mildern? Die Empörung über die Verbrechen eines Regimes, dass dieses unser Vaterland und ganz Europa und schließlich noch die ganze Welt in eine Katastrophe stürzen wird. Was ist denn? Wir brauchen eine Verlängerungsschnur. Na, dann hol doch eine. Weißt du, wo wir eine Verlängerungsschnur haben? Moment. Hier sind die Unterlagen. Ja, danke. Verlängerungsschnur. Könnt ihr euch das nicht vorher überlegen? Entschuldigen Sie, wir sind etwas unpraktisch. Unpraktisch ist gut. Um 7:55 hätte ich auf Sendung sein sollen. Jetzt ist es 7:50. Das ist doch nicht unsere Schuld. Warum sind Sie nicht eher gekommen? Ich mache 12 Stunden Schichtarbeit in der Fabrik. Und wenn ich dann noch von einer Funkstelle zur anderen laufe, kann ich erwarten, dass der Apparat fertig zur Sendung dasteht, ja? So, hier bitte. Warum hast du die denn noch nicht auseinandergemacht? Sei doch nicht so ungeduldig. So. Brauchen Sie sonst noch was? Ja, Ruhe, endlich Ruhe. Bitte lassen Sie mich alleine. Ja, entschuldigen Sie. Tag stehen auf deutscher Seite etwa 1800 Kampfflugzeuge und 500 Jäger zur Verfügung. Hier ist der Großdeutsche Rundfunk mit allen seinen Sendern. Sie hören in wenigen Minuten eine wichtige Bekanntmachung aus dem Führerhauptquartier. Fantastisch, Haru! Fantastisch! Was? Jetzt geht's los. Endlich geht es los. Endlich. Es geht los. Gott sei Dank. Hat der Führer an die deutsche Wehrmacht folgenden Tagesbefehl erlassen. Von schweren Sorgen bedrückt, zu monatelangem Schweigen verpflichtet, ist nun die Stunde gekommen, in der ich zu euch, meine Soldaten, sprechen kann. Seit heute Morgen rollt der deutsche Angriff gegen Osten. Wir sind kaum auf Widerstand gestoßen. Russland wird in wenigen Wochen besiegt sein. Damit tretet ihr nun in einen harten und verantwortungsschweren Kampf ein. Das Schicksal Europas, die Zukunft des Deutschen Reiches, das Dasein unseres Volkes liegen nunmehr allein in eurer Hand. Wenigstens herrscht jetzt Klarheit. Oder die Verwirrung wird noch größer. Sagtest du nicht, Hitler hätte den Pakt mit Stalin nur beschlossen, um den tödlichen Zwei-Fronten-Krieg zu vermeiden? Und jetzt überfällt er Russland. Die Auseinandersetzung mit der Sowjetunion war unvermeidlich. Das wusste Hitler immer. Das steht Wort für Wort in meinem Kampf. Er glaubt, Frankreich und auch England ganz ausgeschaltet zu haben.
Und bevor Amerika eingreifen kann, verstehst du, bevor Amerika kampfbereit ist, wird er seine ganze Angriffskraft gegen den Osten einsetzen. Er rechnet damit, dass Amerika stillhält, weil er die Vernichtung der Sowjetunion im Interesse des kapitalistischen Amerika sein muss. Haben Sie alle Nachrichten verschlüsselt? Ja, aber verschnaufen Sie doch erst mal. Sie haben es immer so schrecklich eilig. Wissen Sie schon, dass Hitler die Sowjetunion angegriffen hat? Adam hat mir alles erzählt. Das ist der größte Irrsinn. Ist das Funkgerät sendebereit? Die auf die Döner vorstoßenden Verbände haben nach Berichten höherer Offiziere im Oberkommando Wehrmacht den Auftrag, die sowjetischen Truppen im baltischen Raum abzuschneiden und Leningrad einzunehmen. Nachrichten sind für uns von jetzt an von entscheidender Bedeutung. Versuchen Sie möglichst bald folgende Fragen zu beantworten. Erstens, wie hoch ist die wöchentliche Verlustquote an Panzern und Flugzeugen? Herr Leutnant, ein neuer Feindsender. Kranz 249. Breslau 304,5. Die Peilungen differieren natürlich auf die Entfernung etwas, aber ich bin sicher, dass es Berlin ist, Herr Hauptmann. Das kann nicht stimmen, Munk. Irgendwo muss sich da ein Fehler eingeschlichen haben. Vielleicht überprüfen Sie die Sache nochmal. Von unseren Horchstellen in Kranz haben wir 240,1, 240,8, 240,5, 240,9, 240,2 Grad gepeilt. Die Horchstellen Breslau haben 304,2 Grad, 304,6, 303,8, 304,5, 304,1 und 303,7 Grad gemeldet. Wenn Sie sich überzeugen wollen, wo sich die Peilungen kreuzen, Kranz 242,5, Breslau 304. Bitte, Berlin. Das ist völlig unmöglich, Munk. Stellen Sie sich einen Agenten vor, der ausgerechnet in Berlin seinen Sender aufbaut. So lebensmüde ist keiner. Herr Hauptmann, die Analyse der Peilungsdifferenzen legt sogar den Schluss nahe, dass es sich um drei Sender handelt. Drei? Hören mich schon wieder nicht. Sie sind immer so ungeduldig. Sind Sie denn ganz sicher, dass Sie da alles richtig machen? Der Luftwaffe, Referent für Luftlandetruppen und Fallschirmspringer in der Sabotageabteilung der Abwehr. Bei Canaris? Ja, im Zivilberuf Konsulatssekretär beim Auswärtigen Amt, ein Streber und dazu ein 150-prozentiger Nazi. Und ausgerechnet den wollen Sie zu uns? Er ist jung, ehrgeizig, er will Karriere machen und Orden sammeln. Ich habe versprochen, ihm weiterzuhelfen. Ohne perfektes Englisch, habe ich ihm klargemacht, gibt's kein Weiterkommen. Nicht in der Wilhelmstraße, nicht bei der Fliegerei. Was soll denn das? Wollen Sie ihm Englischunterricht geben? Ihre Frau Abit gibt doch auch Englischstunden an der Universität. Ja, aber wie bringen wir die beiden zusammen? Wir können Libertas mit einschalten. Darf man fragen, wie alt der Herr ist? Lass mir was einfallen, wie ich Gollnow das beibringe und gebe ihm Bescheid. Weiter im Text. Major Geiger. Zuverlässig. Der Mann quatscht gern. Ob er zuverlässig quatscht oder sich nur wichtig machen will.
Sehen Sie mal weiter unten, den Oberst Mantai. Das ist auch nichts Bedeutendes, was der bisher geliefert hat. Ja, ich weiß, das Wichtigste wäre ein Vertrauensmann beim Oberkommando des Heeres. Solange wir den nicht haben, können wir nicht planmäßig vorgehen. Im OKH habe ich noch keine Verbindung anknüpfen können. Aber einen Oberst aus der Führungsgarnitur im Reichsluftfahrtministerium habe ich kennengelernt. Erwin Gerz. Ja, aber was für eine Funktion? Gruppenleiter in der Vorschriften- und Lehrmittelabteilung beim Chef des Ausbildungswesens. Der ist doch interessant. Ja, merkwürdiger Mensch, etwas verworren. Auf der einen Seite ist er bekennender Christ, auf der anderen glaubt er an okkulte Mächte. So ein Nostradamus-Jünger wie ihn. Völlig verkorkstes Eheleben, zwei Sekretärinnen im Amt als Geliebte. Etwas sehr verworren, würde ich sagen. Lauter Schwächen und schwache Punkte, den könnte ich anzapfen über Anna Kraus. Naja, alles sehr vage. Alles so... Naja. Wir müssen eben versuchen, Vertrauensleute in wichtige Stellen zu bringen. Ja? Wen zum Beispiel? Heilmann. Der soll jetzt eine Prüfung in Kombinationsaufgaben machen. Wenn er die besteht, kommt er ins Oberkommando her, zur Dechivrie-Abteilung. Wer ist Heilmann? Der Junge schreibt Flugblatttexte, klebt Plakate, ist gescheit und sehr zuverlässig. Leute, die nachts durch die Straßen laufen, Parolen an die Wände pinseln, womöglich noch in Uniformen. Davon wollen wir lieber die Finger lassen, Schulze Boysen. Wieso? Was haben Sie gegen antifaschistische Propaganda? Man kann nicht beides machen. Entweder Nachrichtendienst oder Propagandaarbeit. Ich bitte Sie, Schulze Boysen, diese Leute stellen doch für uns ein viel zu großes Risiko dar. Diese Plakatkleberei, diese Flugblätter, das ist doch gegen alle Regeln konspirativen Verhaltens. Das ist doch heller Wahnsinn. Sie meinen, ich stelle auch ein Risiko dar? Ja, wenn Sie da mitmachen, allerdings. Was passiert denn, wenn einer von diesen Plakatklebern geschnappt wird? Dann sind wir doch alle erledigt. Und ich weiß, dass Sie da mitmachen! Nicht so laut, nicht so laut. Das Wasser trägt doch den Schall. Was habt ihr denn für Probleme? Wir werden nicht weniger, sondern mehr tun, Kukow. Schließlich kommt es nicht nur auf den Sieg der Roten Armee an. Wir müssen bei uns hier etwas in Bewegung setzen. Wir müssen Deutschland mit einem Netz revolutionärer Zellen überziehen, Waffenlager anlegen, die Unterdrückten organisieren, die Polen, Ukrainer, Franzosen, Italiener, die Fremdarbeiter in Legionen zusammenfassen und im richtigen Augenblick losschlagen. Oder wollt ihr mit leeren Händen dastehen, wenn die Russen kommen? Wenn wer kommt? Die Russen? In meinem Horoskop steht ganz klar, dass ich in Schwierigkeiten gerate, wenn ich mich nicht zurückhalte. Ich weiß nicht mehr, was ich tun soll, Harro. Was Ihnen der Astrologe geraten hat. Geben Sie Ihre Sekretärin auf und versöhnen sich mit Ihrer Frau. Ja. Leben Sie mal mit einer Frau zusammen, die Sie für verrückt und irrenausreif hält. Da werden Sie wirklich wahnsinnig. Manchmal habe ich das Gefühl, Gertrud beobachtet mich, genau wie meine Frau. Gertrud, das ist Ihre Sekretärin, nicht? Ja, ja. Glauben Sie, mir fehlt wirklich was? Das ist meine Angst, Harro. Wenn man einen so kriegswichtigen Posten hat wie Sie, Herr Oberst, sollte man vielleicht zu jemandem gehen, der einem diese Angst nimmt. Ja. Ich brauche jemanden, der mich versteht, mich und meine Welt. Manchmal möchte ich einfach Schluss machen. Ich kenne eine Frau, die einen Blick für Menschen hat. Sie ist wirklich eine Expertin. Sie könnte Ihnen helfen. Können Sie mich mit ihr bekannt machen? Ja, wenn Sie wollen, gern. Ja. Hallo, Gollnow. Entschuldigung. Darf ich Herrn Oberst-Oberleutnant Gollnow vorstellen? Herr Oberst? Gerz. Würden Herr Oberst mich einen Moment entschuldigen? Bitte, bitte. Meine Frau, ich soll Sie missgrüßen von ihr. Danke. Darf ich um Erwiderung bitten? Sie hat eine glänzende Idee gehabt. Ja? Warum geben Sie keine Annonce in der Zeitung auf? Auf diesem Wege finden Sie am schnellsten einen privaten Sprachlehrer und Sie können in Ruhe auswählen. Eine Annonce, ja. Geht denn das noch? Ich meine, ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie man sowas kann. Ich auch nicht. Bitte. Wissen Sie was? Rufen Sie doch meine Frau an. Libertas hilft Ihnen gerne. Und Frauen sind ja so viel praktischer veranlagt als wir Männer. Also weiter im Text. Offizier 28 sucht zwecks Fortbildung. Weiterbildung ist besser. Weiterbildung, Englischunterricht von Privatlehrer. Moment. Würden Sie eine Lehrerin auch akzeptieren? Warum nicht? Ich meine, geht das nicht? Und wenn sie hübsch ist? Wenn sie gut ist. Aha. Wahrscheinlich ist sie althässlich und gut. Englischlehrerinnen sind so. Also schreiben wir Privatunterricht in Englisch. Das Ergebnis ist leider etwas mager, Herr Schulze-Boysen. Ganze zwei Antwortbriefe bis jetzt. Darf ich mal? Ja, bitte. Ich glaube nicht, dass da noch was kommt.
Zwei klare, Rudolf. Sehr geehrter Herr, auf Ihre geschätzte Anzeige vom 25. Juli erlaube ich mir, ich war bis zu meiner Pensionierung 1936 Professor am Goethe-Gymnasium. Vor 6 Jahren pensioniert, dann ist der gute Mann heute, ach du meine Güte, mindestens 70. Bitte teilen Sie mir Ihre Honorarvorstellungen mit und so weiter und so weiter. Naja. Zum Wohl. Danke. Klingt aber nicht schlecht. Ich bin geborene Amerikanerin und als Lektorin an der Berliner Universität tätig. Honorar verlange ich keins. Ich möchte die Gelegenheit wahrnehmen, beim Unterricht meine Deutschkenntnisse zu verbessern. Mildred Fisch-Harnack. Klingt doch wirklich gut. Ja. Da würde ich mal antworten. Vielleicht ist sie auch noch hübsch. Ja. Als Amerikanerin, was? Ja. Und obendrein noch kostenloser Unterricht? Herbert, sind ein Glückspilz. Achten Sie auf die Aussprache. Schauen Sie immer nur auf meine Lippen. Tea reached this country. Tea reached this country. 10 or 12 years. 10 or 12 years. After coffee. After coffee. Sie müssen immer nur auf meine Lippen schauen. When did tea reach? Na, kommt ihr heute gut voran? Danke, Herr Oberregierungsrat. Aber bitte, lieber Gornow, ich bitte Sie nicht so streng nach der Form. Herbert ist ein Musterschüler. Noch ein paar Stunden und er spricht ohne Akzent. Sie können dann tatsächlich mit Ihren Soldaten über England abspringen und alles in die Luft sprengen. An Ihrer Aussprache wird man Sie nicht erkennen. Danke. Schade, dass Sie nicht auch Russischunterricht geben, gnädige Ach. Frau. In Russland alles in die Luft sprengen. Schön wär's. Aber Wunder gibt es leider nicht. Gleich alles in die Luft sprengen, das gibt es allerdings nicht. Noch nicht. Lieber Gollnow, natürlich sind das alles Spekulationen, Wunschvorstellungen. Wieso denn? Sie wissen von unserem letzten Gespräch, dass ich von unserem Sieg genauso überzeugt bin wie Sie, letzten Endes. Ja? Sind Sie wirklich so fest davon überzeugt? Ich habe manchmal den Eindruck, Sie sind zu besorgt, zu skeptisch. Entschuldigen Sie, lieber Herr Doktor, aber Sie müssen Ihre Pflichten einer zivilen Dienststelle tun. Im Wirtschaftsministerium immerhin, und Sie werden nicht bestreiten, dass wir dort auch Einblicke haben. Naja, sicher, was den zivilen Sektor betrifft. Nicht nur, wir sind für die gesamte Wirtschaft verantwortlich, also auch für die Versorgung der Wehrmacht. Ja, und auch deshalb können Sie noch lange keinen Einblick haben in rein militärische Aktionen. Ich, entschuldigen Sie bitte, ich habe ihn. Und ich? Ich werde uns jetzt einen Tee machen. Einverstanden? Für mich bitte nicht, ich muss gleich weg, leider. Warum macht Rosa nicht den Tee? Sie hat ihren freien Tag genommen. Sie glauben gar nicht, was bei uns alles geschieht, was möglich gemacht wird. Sie sprachen vorhin von alles in die Luft sprengen. Ich könnte Ihnen Dinge erzählen, die Sie von Ihren Zweifeln heilen würden, aber das Dienstgeheimnis, Sie verstehen. Wem sagen Sie das? An der Stelle, an der ich im Ministerium sitze, bin ich an Dienstgeheimnisse gewöhnt. Ich stehe bis hierher unter Dienstgeheimnissen. Die Russen werden sich wundern, was demnächst bei Ihnen alles in die Luft fliegen wird. Naja, hoffen wir das Beste. Und wie gesagt, schön wär's ja. Entschuldigen Sie mich, mein Lieber. Ich muss noch mal ins Amt. Auf Wiedersehen und weiterhin viel Erfolg beim Lernen. Und beim Sprengen. Wann sehe ich dich wieder? Bestimmt nicht vor 6. Am Direktor von Koro. Die Umschulung von Piloten auf das neue Kampfflugzeug vom Typ Messerschmitt stößt auf erhebliche Schwierigkeiten, da die Maschine eine sehr komplizierte Ausrüstung hat.
10 bis 12 Sturzkampfflugzeuge gebaut. Zweitens. Die Verluste an Kampfflugzeugen und Jagdmaschinen betrugen zwischen 22. Juni und 1. Juli 800 Maschinen. Seitdem gehen täglich im Durchschnitt 8 Maschinen zu Bruch. 14.04 MHz. .033, Herr Leutnant. Vorher hatten Sie 048 Grad. Vielleicht richten wir einen Nachhilfekurs für Sie ein, meine Herren. In Polen haben wir Agentensender innerhalb von 8 Stunden erledigt. Das war auch was anderes, Herr Hauptmann. Da hatten wir keine Störungen. Entweder werden hier die Wellen reflektiert, oder der Sender wechselt dauernd seine Position. Sie glauben doch nicht im Ernst, dass der Kerl mit dem Gerät durch Berlin wandert. Warum nicht? Ich an seiner Stelle würde es tun. So ein Sender lässt sich doch leicht in einem Koffer verstauen. Oder noch besser, in einem Auto. Lieferwagen oder sowas. Na, was ist? Ende der Vorstellung. Funkverkehr eingestellt. Das kommt von der verdammten Bummelei. Wenn man laufen wieder von vorne anfangen muss, Herr Hauptmann, ihr glaubt, ihr habt längst Lunte gerochen. Wie kommen Sie darauf? Wenn man so wie wir so durch die Jähen fährt mit diesem Möbelwagen, oben drauf eine dicke Ringantenne, die sich hin und her dreht, na, das fällt doch im Blinden auf. Das spricht sie doch rum, wie ein Lauffeuer geht das rum. Nicht. Es ist zum Verzweifeln. Ich finde auf der 71.2 nicht, ja nicht. Haben Sie auch den Funkplan genau nachkontrolliert? Aber ja. Warum sind Sie immer so nervös? Kontrolliert nach Ihren Angaben, aber wenn Ihre Angaben nicht stimmen... Vielleicht verwechseln Sie die Rufzeichen. Herr Leutnant. Erkennungsruf im Klartext. PTX von KLK. Das ist die Gegenstelle in Moskau. Die scheinen sich verloren zu haben. Oder unser Kumpel muss noch aufs Klo mit dem Schiff. Also, wenn Sie mich fragen, Herr Leutnant, der Funker hier in Berlin, das muss ein blutiger Amateur sein. Für mich bringt er dauernd die Frequenzen durcheinander. Das geht schon fast jeden Tag so. Typischer Anfängerkracker, kennen wir doch von der Nachrichtenschule her. Ich hab ihn. Ankoro von Direktor. Dort eintrifft Kent aus Brüssel. Hat Weisung, Funkverkehr zu regeln.
Im Falle des Nichtgelingens oder nochmaliger Störung alles Material an Kent zur Übermittlung senden. Vorhandenes Material Kent mitgeben. Sollte man den ganzen Quatsch schmeißen. Ich denke, ihr kennt das System. Was nützt dir das System, wenn du nicht weißt, nach welchem Text der Code nochmal überschlüsselt wird? In Warschau haben sie einen Spion ausgehoben, der arbeitete mit dem Satz, wütend schlangen die Spanier in die Spaghetti hinab. Da find mal so einen Satz. Und dann noch das passende Schlüsselbuch dazu. Gefreiter Heilmann zum OKH Abteilung IN7 versetzt. Ach ja, Heilmann. Sie sprechen Englisch und Französisch? Jawohl, Herr Oberleutnant. Dann gehen Sie rüber zu den Engländern. In die englische Abteilung. Die haben gerade eine Menge zu tun. Nicht zufrieden? Ich wollte eigentlich in die russische Abteilung. Sie sprechen doch nicht Russisch, oder? Ich bin gerade dabei, Russisch zu lernen. Wir sind im Augenblick total besetzt. Nicht wahr, Traxel? Jawohl. Lassen Sie mal. Meine Engländer drüben werden sich auch ganz wohl fühlen. Ich möchte Ihnen keinesfalls Ihren kostbaren schwarzen Tee wegtrinken. Ach, einen kleinen Vorteil muss man ja haben, wenn man mit einem Mann aus dem Wirtschaftsministerium verheiratet ist. Sie sind zu bescheiden. Solange wir noch schwarzen Tee haben, ist nichts verloren. Ich hoffe, Ihren Mann noch überzeugen zu können. Da können Sie reden, bis Sie schwarz werden. Arvid ist Mathematiker, ein berufsmäßiger Skeptiker. Bei ihm gelten nur Zahlen. Geben Sie sich keine Mühe. Ich habe es auch schon aufgegeben. Aber ja, Herr Minister, ich weiß, dass wir Schwierigkeiten mit dem Transport haben. Ich musste dem Herrn Staatssekretär zusagen, dass wir... Nein, Herr Minister. Bist du? Ja. Ach, weißt du, ich schütte dir mein Herz aus. Versuch dir zu erklären, warum ich meinen Bildhauer nun mal eben nicht aufgeben kann. Du sitzt da wie die drei Affen in einer Person. Ich höre nichts, ich sehe nichts, ich rede nichts. Wann wirst du erwachsen? Hoffentlich nie. Nie! Nie! Hast wohl wieder deine Politik im Kopf gehabt, oder Haro, stimmt's? Oder ist es für dich das Gleiche? Ja und nein. Muss ich eifersüchtig sein? Du? Bestimmt nicht. Gibt's nicht bei uns Eifersucht. Fühlen wir nicht und kriegen wir auch nicht mehr rein, auch nicht auf Sonderzuteilung. Für dich ist das alles nur ein Jux, hm? Ein Jux. Hallo? Ja, ich habe verstanden. 6 Uhr, Tiergarten Löwenbrücke. Nein, Arvid ist nicht hier, aber ich werde ihn sofort... Gut.
Sie haben es ihm hoffentlich genau erklärt. Aber natürlich. Tut mir leid, schneller ging's nicht. Guck auf. Ihr Name ist doch Bauer, oder? Gott, ja, der Deckname. Von konspirativen Regeln halten Sie hier in Berlin wohl nichts. Ich habe wenig Zeit, mein Zug fährt in 2 Stunden. Ich muss morgen wieder in Brüssel sein. Ich muss mich daher kurz fassen. In ein paar Tagen wird sich ein Mann bei Ihnen melden. Unter dem Namen Schulz. Der wird Ihrem Funker Nachhilfeunterricht geben. Wenn dann die Verbindung mit der Zentrale immer noch nicht klappen sollte, dann müssen Sie einen Kurier zu mir schicken nach Brüssel. Jeden Dienstag, 7 Uhr abends, wird ein Mann mit einer blauen Papierblume im Knopfloch in der Bahnhofsunterführung warten. Ein zweiter Funker wäre uns lieber. Ja, sicher, das sehe ich ein, aber das ist im Augenblick leider nicht möglich. Ich kann nicht mehr tun, als euren Mann mit diesem Spezialisten bekannt zu machen, der ihm das Funken in einem Schnellkurs beibringen wird. Es wird überhaupt Zeit, dass Sie Ihre Organisation auf eine bessere Basis stellen. Sie brauchen Verbindungsleute. Bei der Eisenbahn, in den Rüstungsbetrieben, auf den Flugplätzen, in den Offizierscasinos, bei der Polizei. Es gibt doch noch genug Antifaschisten in Deutschland. Ja, natürlich gibt's die, aber eine ganze Menge sind eben deutsche Antifaschisten. Kommunisten, aber deutsche Kommunisten, Nationalkommunisten. Militärische Geheimnisse verraten? Nein. Noch dazu den Russen. Übertreiben Sie nicht etwas. Wir leben nicht in Polen oder in Frankreich, Kind. Wir haben keine Untergrundbewegung, die mit allen Waffen kämpft. Unsere Antifaschisten haben ein deutsches Gewissen. Nachrichtendienst ist Landesverrat für Sie. Sie diskutieren, schreiben Artikel, kleben Plakate, aber Sie weigern sich, den totalen Kampf aufzunehmen. Vielleicht kann Ihnen die Zentrale Leute zur Unterstützung schicken. Ausländer? In der Sowjetunion leben genug deutsche Patrioten. Und dann auch um 2 Tage zurückgehen müssen. Verstehe, das war natürlich der Fehler. Ja. Moment, da sind Sie ja. Immer rinnen, die gute Stube, Herr Leutnant. Scheiß S-Bahn. Meckern Sie nicht, Bense. Wir sind hier in voller Deckung. Dafür haben wir eine stärkere Missweisung. Glauben Sie nicht, Herr Leutnant, dass die Postuniform als Tarnung ausgereicht hätten? Ja, ich denke schon. Wir auf Schwarzhörer fangen? Das wäre eine Wucht. Überlassen Sie das Denken den Pferden, die haben den größeren Kopf. Wie viel? 283 Grad, Herr Leutnant. Ihr Club, das ist ein neuer Nattraster. Ganz andere Handschrift. Der ist besser, weitaus besser. Der ist ein Könner. So, dann haben wir rein. Ja, so? Mhm. 327 Grad, Herr Leutnant. Allmählich kommen wir hin, Leute. Wird ja auch langsam Zeit. Der Kerl muss in dem Viertel da drüben sitzen. So.
käme der Krucke. Bense! Bin schon da, Leutnant. Ja, 200 Meter von Kuckuckshohn in der Leipziger Straße. Soldaten in Uniform der Reichspost. Verstehst du nicht, Harro? Der Funkverkehr wird bis auf Weiteres eingestellt. Das Material geht ab sofort mit Kurier nach Brüssel.